Nachrichten, was? Du musst mir helfen bei dem Ärger, bla bla bla, ja? Ja, gut. Gelder sind alle gekommen. Bank habe ich abbezahlt, kann weg. Ja. Die zwei können erst mal weg und das kann weg. Deinen Namen hab ich, den merke ich mir. Den merke ich mir, du kriegst keine Wohnung mehr. So, Jobs. 2,5, 2,9, 2,6, 2,8, 3,3. Komplette Wohnungs... annehmen, komm. Das kann man erstmal minimieren. Reinigen. Reparieren. Reinigen. Ich kann das nicht einlagern. Warum? Oh, ich habe nur 6 Plätze frei. Ich habe 9 von 6 drin. Ups. Ups. Okay, dann verkaufen. Tschüss, Onkel. So, 1, 2. Jetzt ist doch schon wieder die gleiche Wohnung wie gerade eben. Badezimmer, Schlafzimmer nur mit Kühlschrank und Herd. Ja. Hä? Muss ich nicht verstehen, aber okay. Schon mal die 3 Zimmer. Wie immer fange ich mit dem Bad an. Fliesen. Braune Wände. Ich finde den Look einfach total geil. Eine Duschkabine. Ich habe dieses Mal nicht allzu viel Geld zur Verfügung. So, ein Klo. Ein Waschbecken. Eine Klobürste. Und Klopapier. So. Bad ist fertig. Die Küche. Laminat. Wand rot. Dann haben wir alles. Ihr kriegt ein Gasherd hier rein. Und ein Billigkühlschrank erst einmal. So. Hartholz. So, bin auch wieder da. Willkommen zurück. Was passt zu dem Fußboden? Das hier? Nee. Doch.
So. Wieder nur ein Bett und ein bisschen Wanddeko. Ich habe jetzt noch 6.000. Holy shit. Auf jeden Fall kommt ein Doppelbett hier rein. Ja. 0 und 40. Scheiße. Hätte gedacht, das reicht. Monetarisierung weg. Wie meinst du das? Ach, wegen der Waffe? Nö. Da es ja nun ein fiktives Spiel ist. Da passiert gar nichts. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie Werbung für die Waffe mache oder sage, man soll sich zulegen und damit auf die Straße gehen oder so. Das wäre dann gewaltverherrlichend und dann wäre die Monetarisierung weg. Hier fehlen noch 60%. Tatsächlich, man kann auf YouTube Werbung für Waffen machen. Es gibt einen Channel, da ist einer, der bestellt sich regelmäßig Waffen im Internet. Der macht darüber auch Videos, wie er die im Wald benutzt und alles. Da passiert nichts. Sind zwar jetzt keine richtigen scharfen Kaliber, aber ja, die machen doch schon ganz schön Schaden, wenn man da mal was abbekommt. Also jetzt hier Softguns mit Plaste und Metallkugeln, Waffen mit einer Gaskammer drinne, die Diabolos abschießt und sowas. Ja. Einmal hin, wir machen das hier einmal hin. Machen wir über die Heizung. Scheiß drauf. Ja, schon auf 53%. Schön. Ich habe 4000. Der ist zu teuer. Scheiß drauf. Immer noch bei 53%. Nehmen wir noch die da. Hier kommt noch das hin. Pflanzen haben wir schon einmal drinne, das passt.
Ey, das hat sogar was. Es kommt immer darauf an, was er mit den Waffen macht. Wenn er nur um zu schauen ist, wie stark dieses ist, ist illegal. Aber sofern er irgendwie sagt, dass das gut ist und ihr laufen soll, das wäre wiederum illegal. Alles anders erlaubt. Dazu musst du aber sagen, dass das auf gar keinen Fall nachts muss. Kann sein, dass der das macht. Ich habe mir 4-5 Videos mal angeguckt. Ja klar, also ich würde halt in meinen Videos auch nicht sagen, kauft euch eine Waffe, geht damit auf die Straße und so, also nee. Ich glaube auch nicht, dass der das so macht. Der wird auch schon Ahnung davon haben, was er sagt, macht und tut und ja. Wo ist mein dekoratives Bild, was immer viele Prozente gibt? Wow. Wow, das hat ja gar nichts gebracht. Doch mal so einen langen Läufer. Den gibt's einfach gar nicht mehr. Das ist ja scheiße. Das ist scheiße. Immer noch bei 7. Ach komm, leck mich am Hintern, ey. Job abschließen. Wow, es ist das erste Mal, dass dieses Bild nicht gefällt. Böse, böse. Der gefällt irgendwie immer. Das war klar. Jupp, kein Ding. Ja, aber ist gut. So, wie sieht's denn aus? Ist hier irgendwas offen? Tatsächlich nicht. Ich habe 19.000. 3, 3, 2, 8, 2, 6, 2, 9, 2, 5. Ach du, ach, das ist bloß ein Minizimmer. Gott, ich wollte schon sagen. Was soll das werden im Badezimmer? Braun oder gelb? Badewanne oder Duschkabine? Ich habe 4.600 noch. Wir nehmen jetzt mal das Klo hier. Direkt zwischen die Fenster. Dann ein Waschbecken. Dazu nehmen wir natürlich das. Das gehört zum Klo. Jetzt habe ich noch 3. Badewanne. Nehmen wir die hier. Jetzt kriegen wir ein fettes Luxusbad.
Klobürste, gibt's die da? Klopapier, gibt's das da? Pömpel, gibt's den da? Der kommt dahinter in die Ecke. Und ein Handtuchhalter, gibt's natürlich auch einen richtig teuren. So. Eine Wanduhr wollen sie haben. Eine Wanduhr übers Klo am besten. Jetzt habe ich noch 1600. Ich muss das tatsächlich höher hängen, damit dort noch ein Spiegel hinpasst. So. Wie sieht's aus? 100% Job abschließen. Scheiß drauf. Komm, das gefällt dir. Hm? Teure Badewanne. Billiger Spiegel dafür. Wow. Ja, müsste komplett voll sein. Dieses Mal die Bewertung. Alter. Okay, meine Jalousie kommt von alleine runter. Schön. Bewertung. Alles voll, so muss es sein. Interessant. Na, wie weit kommst du noch runter? 24.000, das reicht aber nicht fürs nächste, für die nächste Wohnung. Nice. Einfach mal das teuerste vom teuersten genommen. 2,9. Ich schaffe einen Neustart. Alter, Jalousie, bleib mal ruhig jetzt hier. Annehmen. Ein Traumschlafzimmer möchte die Person haben. Aber welches davon soll ich nehmen? Das ist jetzt die Frage. Wir nehmen das da. So. Einzelbett. Oh, warte mal. Trainingsbank. Die kostet ja alleine schon 2000. Ja. Hier, du kriegst ein Billowbett. Machen wir so. Ach komm, du kriegst die teuren Hanteln. Zwei Motivationsposter. Einmal das. Einmal das. Eine kleine Pflanze. Eine Lampe. Haben wir alles. Eine Schreibtischlampe. Ja, wo soll ich die hinstellen, bitte schön? Ich habe jetzt noch 1800 tatsächlich.
wo hier war das? Hier haben wir sie doch, die Schreibtischlampen. Aus 9% Deko, hilfst du mich? Drauf stehen Menschen mit höherem Niveau als meiner. Ja. Guck mal, du kriegst noch eine kleine Schatzkiste hier hin. Oh, was ist das denn? Oh! Nice. Oha. Cool. Bei wie viel bin ich? Bei 13. Schade, hat keine Auswirkung. Hat keine Auswirkung, schade. $500 für ein Dartspiel. Holy shit. Das ist ja nicht gerade klein, das Regal. Wie teuer ist das? Och, das geht doch. Vom Preis her geht das eigentlich so. Auf jeden Fall so eine Isomatte muss hier noch irgendwo hin. So. Dann. Wie viel hab ich noch? Ah ja, komm, scheiß drauf. So. Bücher schön weit oben hin. Ich glaube nicht, dass der freiwillig lesen tut. %63. Ein Scheiß ist nicht meine Bettwäsche. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man es so sieht, ein Klo beim Schreibtisch, dass du gar nicht erst mehr aufspringen musst. %76. Oh, es wird. Oh, 98, komm, Job abschließen. Alter, geh ich hier wieder mit 5 Sternen weg? Das wäre ja nice. Dazu dann noch ein Mini-Kühlschrank auf jeden Fall. Ja, bis auf die Möblierung? Nice! 1160 Bonuszahlung bekommen. So muss es sein. So, ich habe 28.000. Nichts mehr offen, nichts offen, nichts offen. Das
mir das jedes Mal sagen müssen, dass die bezahlt haben, das nervt. Warum zahlt die nur 460? Ist das hier echt so günstig gewesen? Oh, die ist arbeiten. Die ist arbeiten, okay. Ich habe nur drei Jobs, ernsthaft? Wow. Angebotsreichweite 140% Anzahl der aktuellen Besucher 1, freie Plätze 1, verbleibende Zeit 4 Tage. Ach nee, das ist so ein Babysitter-Job. Ich schicke einen Scheiß drauf, ich muss einen Profi vorbeischicken. Ich muss das hier machen. Alle drei im Bad, wow. Okay. Darf ich dann mit der verhandeln? Ja, darf ich. Alright. Hintergrund prüfen. Kostet mich gar nichts. Alright. Okay, verhandeln. Angebotsreichweite. Alright. Ist zwar nicht für mich, aber okay. So. Nachrichten. Gut. Hat die da eine Luftmatratze drin? Tatsächlich. Was? Warum minus 800? Boah, leck mich am Arsch. Musst du das dazu schreiben? Da achte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber da steht auch, da wurde zu günstig verkauft. Hä? Dann müssen die das dazu schreiben, dass es eine gewisse Geldsumme kosten soll, oder einbringen soll. Das stand ja überhaupt nicht da, was das für eine Scheiße. Naja, was soll's. Was haben wir denn noch? Onkel, nein. Oder? Erhöht Verschrottungsprofit um 15%. Reinigungsgeschwindigkeit. Nee, Onkel erstmal nicht. Schaltet Geschenk frei. Geschenk, selbst erstelltes Mixtape. Liebesromane. Ja, komm, machen wir mal das hier. Das wollen auch einige haben. Aber das war gerade schon ein richtiger Abfuck. Also. Ja, müssen sie dazu schreiben, dass das so und so viel einbringen soll. Drei, zwei, neun. Leute im Auge behält, bezahlt. Ich brauche jemanden, der meine Leute im Auge behält, bezahlt. Der Jobanforderung. Ja, komm. Alter, was ist denn jetzt hier los? Oh, auch schon wieder. Ach, die wohnen hier. Ah. Alter. Wie viele Nachrichten. Beziehung, Spieler. Okay. Alter, hört auf jetzt zu nerven. Und die Alte. Gelegenheitsspieler. Die sind irgendwie alle Spieler in der Wohnung.
Ich kann das jetzt nicht machen, Mann. Geschenk. Bücher. Magazin oder Shopping, Superheldencomic, Lebensratgeber, Fantasy-Roman. Superheldencomic. Mann, sind die dreckig. Ja, haben die das jetzt angenommen oder nicht? Ah, jetzt. So, jetzt du. Ja, wie gesagt, aus Alter gucke ich halt nicht, weil... Ja. Geschenk. Medien. Nein. Pflanzen. Du kriegst einen Kaktus. Du bist doch der Kaktus-Typ. Die steht zu zweit in einem Zimmer mit einem Bett und trainieren. Warum? Und wer ist der Maler? Sag mal, ach, diese alte, die geht mir auch gerade auf den Pisser hier, ey, was, nee. Okay, das gefällt der, oder dem. Och, kommt schon. So, wieder da stöhnen könnte man von was anderem ausgehen. Sag mal, wieso kann ich die nicht jetzt? Dienstleistung. Ich weiß nicht, was die nicht mag. Das ist kacke. Mann. Kuchen. So. Jetzt muss ich echt das hier erstmal machen. Weil die alte Bude verdreckt hat. Oh Mann, ey. Wenn man nicht drauf achtet. Schön, Onkel, raus. Da ist der Elektriker. Jetzt mach doch mal was! Hä? Hallo, ich krieg das an. Ich schick einen Profi. Hallo! Mach mal! Du Dulli! Ist der bekloppt? Hä? Was?
Sag mal, ernsthaft? Der steht da und macht gar nichts. Na, guck mal erst mal hier. Sprech mit deinem Vermieter. Vertrag verlängern. Rapp. Angebot machen. Komm, ich gehe $90 runter. Und die ist überhaupt nichts hochgegangen. Ich brauche das Geld. Mal gucken, ob der Profi das jetzt macht. Bei dem anderen verbleibende Zeit 0 Tage. Das müsste doch schon. Und hier oben 22 Tage, das merke ich mir jetzt mal. Komm, ich warte auf deine Nachricht, Alter. Die will auch nichts. Okay. Aber das Ding ist weg. Vertrag verhandeln. Hier. Brapp. Mach ein Angebot. Vergiss es. Das ist viel zu wenig. Das genauso. Ich muss auch von was leben. So, 24, jetzt sind 2 Tage vergangen. Nö. Weg damit. Scheiß drauf. Geht ja nicht anders. Ich zwar wieder Negativbewertung, aber ja. Geht ja nicht anders. Ich nehme jetzt 2-1 ein. Schön. Das ist eine Menge Geld. So, was war das jetzt mit dem? Ach, ich muss mich nur um die Bedürfnisse kümmern, okay. Was bist du? Du magst gern vegetarisch und Beziehungen. Spieler, aha. Aktion trinkt Bier. Das ist ein Bauarbeiter. Vegetarisch tatsächlich. Dienstleistung. Schick mal den mal am Chefkoch. Wir haben ja 5-2. Zur Verfügung. Oha, bringt sogar einen eigenen Herd mit und alles. Cool. Der kriegt ein Süppchen. Oder Spaghettis?
dann Spaghettis. Und der hält die Schüssel. Alter. Wie hält der. Wie hat den. Warte mal, was? Okay, der konnte gerade fliegen. Wenn du das schon magst, so, die öffne ich jetzt einfach erstmal gar nicht. Schon wieder. Alter. Ich will auch so einen Wohnwagen haben, wo ich mich hinsetze und dann auf immer vom Dach rauskomme. Wie lange noch? Vier Tage. Öffne ich jetzt mal alles nicht. Ich liebe Maultaschen und what the fuck. So, der geht pennen, das heißt, wir ärgern ihn wieder eine Runde. Der ist ja. Das heißt, über den Kuchen müsste der sich eigentlich auch freuen. Gepennt wird später. Oh, Mann, das war. Wir beschleunigen den ganzen Spaß einfach mal. Das dauert mir langsam ein bisschen zu lange hier. Ey, der ist duschen. Wird er geärgert. Ja. Das Wasser jetzt kalt wird. Na, ruf mich an. Nö, dann geht erstmal in die Tür. Was ein Dulli, ey. So, App öffne. Ja, und ein dickes Plus. Da haben wir sogar 5000 insgesamt gemacht. Nice. So, ich habe gerade das Geld überwiesen. Hä? Kann die auch mal abwarten? Oh, ich hasse diese Frau. Ashley, noch irgendwas. Hier.
Warte, Ashley Dingsbums. Ja. Alter. Jetzt muss ich erstmal dahin. Ja, die Zeit aber gut. Kann immer alle. So, Onkel, du kannst wieder gehen. So, jetzt nochmal. Ashley Dingsbums. Weil ich kann nicht von mir verlangen, dass ich jedes Mal hier alles neu umdekoriere. Also, die piept wohl. Da muss sie mir schon mal einen ordentlichen Batzen Kohle in die Hand drücken. Wie lange? Eine Stunde 58. Gut. Ich werde den Stream aber jetzt hier beenden. Da heute meine Kinder kommen, muss ich noch ein bisschen was vorbereiten, ne? Kurz speichern. Ja, meine Kinder kommen heute für 2 Wochen. Das heißt, ich werde in den nächsten 2 Wochen nicht streamen. Eventuell mal abends für 1-2 Stunden, wenn ich die Lust und Laune dazu habe und nicht zu kaputt bin vom Tagesgeschehen mit den Kiddies. Ansonsten, ja, YouTube-Videos kommen regelmäßig, außer ich bin nicht zu Hause. Dann kann das schon mal ausfallen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Stream. Bis dahin noch einen wunderschönen Montag.